Hallo in die Runde. Das hat im Haus zu Marc. Ein Tag danach. Ja, ich habe ja gestern Abend schon ein paar Reaktionen gesehen im Fernsehen, auch unter den Öffentlich-Rechtlichen. Dann die Wahlauswertung von einigen Parteien und den, ja, wie soll ich sagen, den, nee, Fehler haben, die machen ja keine Fehler. Nee, die Fehler liegen bei anderen. Zum Beispiel war da so ein Langhaariger, der meinte, man müsse doch den Leuten die Politik besser erklären. Gut, weil sie im Osten überhaupt keinen Fuß gefasst haben, außer in Berlin. Gut, das zählen wir nicht als Osten. Ist Berlin, ist eine Enklave, kannst du nicht meckern. Ne? Oder, denn, was wollen sie uns erklären? Wie Bildung funktioniert? Wenn man welche hat, kann man das machen. Überhaupt kein Problem. Deswegen haben sie ja die Bildung runtergeschraubt und das Wahlalter runtergeschraubt, dass die Leute nicht so viel hinterfragen. Und schon sind sie denn wieder, naja, gut, über 5% waren sie noch. Sie feiern jetzt bestimmt die Verluste. Feiern tun sie immer. Oder wie zum Beispiel von dieser roten Partei, SPD. Ein Kevin, der Kaffeeholer vom Callcenter, der meinte doch, das liegt daran, dass man den Leuten, die Leute verloren hat in den ländlichen Gebieten, wo sie radikal sind oder im Osten die Ungebildeten oder die mit weniger, er hat sich mit weniger Bildung ausgedrückt, mit weniger Bildung oder was war noch für ein, ach, da waren noch so viele Sachen, die er da so erzählt hat, wo man sich fragt, was soll das? Man grenzt die Leute aus, man schreibt die einfach ab oder schreibt die einfach auf einen anderen Zettel, die zählen nicht zu uns. Jo, die Leute haben hinterfragt im Osten. Gut, dass du gerade so hoch die blauen Zahlen sind, hätte ich nicht gedacht. Aber du willst machen. Wir hatten aber ein größeres Parteienbild. Ja, wir haben so viele Parteien, die zur Europawahl angetreten sind. Ist ja der Wahnsinn, was da alles war. Boah. Also der Wahlzettel, der war ja fast wie eine Klopapierrolle. Und wir haben auch Kommunalwahl gehabt hier. Wir haben Bürgermeister gewählt und den Kreistag gewählt. Und da haben die Leute vernünftig entschieden. Kann man nicht meckern. Die haben die Leute genommen, die was für die Region oder für Dorf tun wollen. Und da, auf dem Dorfzettel stand ja nicht meine Partei dahinter. Da stand nur der Name, das Alter. Und dann war es das schon. Ja, die haben also nichts mit AfD oder CDU oder sonst was zu tun, sondern diese, die Menschen aus dem Dorf. Und dann war noch so einer, Klinkbeil. Das habe ich gerade zufällig angeknipst beim Durchseppen so ein bisschen, weil ja ÖR, also öffentlich-rechtlichen, haben ja nur Wahldebakel da ihr habt als Vorwand für eine Sendung. Und dann meinte wohl der gerade, und da saß sie, die von der AfD, wie heißt, ach, weiß ich, Weidel, glaube ich, heißt sie, ja, saß da und da meinte er, ja, die Nazis hätten, die Nazi-Partei hätte den von, das sind da alles Nazis. Das kommt darüber heraus, wenn man keine Bildung hat. Also, Herr Klinkbeil, ich würde ja mal empfehlen, Sie besuchen wieder mal eine Schule und vor allen Dingen einen Geschichtsunterricht. Wer die Nazis waren und was die Nazis gemacht haben. Die haben mit Bücherverbrennung angefangen und mit Menschenverfolgung weitergemacht. Also, ganz vorsichtig mit solchen Äußerungen. Also, ich finde sowas sehr diskriminierend gegenüber einem Fünftel der Bevölkerung in der Bundesrepublik, dass man einfach diese Leute ausgrenzt. Aus diesem demokratischen und Disput, Partei oder parteipolitischen Disput ausgrenzt. Denn Politik lebt von Miteinander. Mit, wenn alle Parteien zusammen einen Diskurs finden, wo sie sagen können, da können wir mit leben. Jede Partei hat irgendwo sein Gutes, sein Schlechtes und das muss man finden, dass man das Gute zur Weiterentwicklung der Gesellschaft, zur Weiterentwicklung unseres Landes und unserer Politik. Das wäre nicht schlecht. Oder zählt Rentenkürzung, Erhöhung des Rentenalters oder Streichung von Krankenhausplätzen, wo ich nur weil Profitgier zählt, wie teuer darf Gesundheit sein? Ne? Ist doch von der SPD der Mann, ne? Der Karlchen da. Oder wie war das mit der Energiepolitik? Die wird jetzt besser und immer besser und wir zahlen jetzt weniger Geld, weil ja Strom und Sonne keine Rechnung schickt. Hallo? Ist noch gar nicht angekommen draußen. Die meisten Leute wissen gar nicht mehr, wie sie Rechnung bezahlen sollen. Aber das wird weiter weg gelogen, dass die Energiepreise ja billiger geworden sind. Hallo? Wer hat denn die CO2-Abgabe erhöht?
Waren es die Wähler oder waren es die Regierung in den letzten 2,5 Jahren? Ja, solche Fragen sollte man sich stellen, bevor man so eine Sachen raushaut. Ne? Also, ich bin dafür, dass wir alle Parteien mit einschließen in den Diskurs und überall diskutieren. Die einen haben was Gutes, die anderen haben was Schlechtes. Und wir finden nur das Gute und wir entwickeln uns gesellschaftlich weiter. Vor allen Dingen, dass es wieder vorangeht, dass die Wirtschaft vorangeht, ist ganz wichtig. Denn wenn es so weitergeht, ist bis zur nächsten Bundestagswahl mit Wirtschaftsstandort Deutschland schon lange Schluss. Bis denn, der Bauer aus der Mark.